Wie ich schon gesagt habe, sollte man die Gewinne und Verluste im Portfolio dann anschauen, wenn man sich sehr entspannt fühlt. Und ich fühle mich dann entspannt, wenn ich auf dem See bin. Dann bin ich in der richtigen Gefühlslage, die Verluste auch zu verkraften. Schauen wir also die Verluste an, die ich aus der ersten Saison mit Aktieninvestieren gemacht habe. Nun muss ich Ihnen etwas erzählen. Sie glauben wohl, dass ich jemand bin, der Aktien liebt, der an der Börse gerne spielt und deshalb viel Zeit damit verbringt. Das ist nicht so. Ich mag das überhaupt nicht und bis ich die Aktiensuchmaschine gebaut habe, habe ich nur Indexfonds gekauft. Das heißt, das erste Mal, als ich eine Aktie gekauft habe mit unserem Obermatt-System, war ich enorm nervös. Ich hatte unglaubliche Angst, dass ich etwas kaufe, wo ich nachher dumm aussehe. Und was Sie hier vor sich sehen, sind die Liste der Aktien, für die ich am dümmsten aussehe. Nämlich die größten Verluste. Meyer Burger, angefangen mit Meyer Burger, ein wunderschönes Beispiel. Ich habe Meyer Burger damals gekauft, das habe ich auch so erklärt, weil ich den CEO mag. Weil ich die Firma gut finde, denn sie sind ein Kunde von Obermatt und weil sie unser Vergütungssystem für die Manager verwenden. Also die richtigen Anreize setzen. Alles sehr gute Gründe für die Firma. Es spricht sehr viel dafür. Aber es waren emotionale Gründe. Und ich habe das gemacht aus nur einem Grund. Ich weiß ganz genau, dass Emotionen schlecht sind. Warum habe ich trotzdem emotional entschieden? Deshalb, weil ich nur 5% in diese Aktie investiert habe. So wie bei allen anderen. Ich wusste schon am Anfang, dass ich, wenn ich verlieren werde, nur sehr wenig verlieren kann. In diesem Fall sind die 39% nur gerade 2% von meinem Gesamtportfolio. Das kann man verkraften. Wenn ich nun die anderen Unternehmen anschaue, Luxottica, also italienische Luxusgüter, Vodafone, englischer Telefonanbieter, Sanofi, Chemieunternehmen, von wo ich übrigens ein Medikament vor kurzem gekauft habe, Biosystem, Defense. Das sind alles Unternehmen, die sehr wenig miteinander zu tun haben. Aber das letzte Spannende eigentlich ist noch Sandvik. Denn bei Sandvik hatte ich einen Verlust von 30% in den ersten 2 Monaten. Und ich habe dann nachgeschaut, warum. Der Grund war, der Geschäftsführer von Sandvik ließ sich von einem Partner in Privatjet nach London fliegen, um dort einkaufen zu gehen. Und das waren die einzigen negativen News, die ich über dieses Unternehmen finden konnte. Also im Nachhinein kann man gewisse Erklärungen machen, im Vornherein weiß man es aber nicht. Was aber wichtig ist, ist sich daran zu erinnern, dass wenn man das Ganze anschaut, unter dem Strich doch etwas Positives herausgekommen ist. Das wird nicht in jedem Jahr so sein, aber mit diesem ersten Portfolio heute ist es so. Wir haben etwas weniger Geld jetzt, als wir am Anfang hatten. Ich wünsche Ihnen ähnliches Glück mit Ihren eigenen Investitionen.